Hallo und willkommen auf der langsamsten Insel von ganz Crete. Und heute bauen wir einen Couplesong-Generator, deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Wir sind ja letztes Mal hergegangen, haben die ganze Insel abgerissen. Flock hat mir noch dabei geholfen, hier so ein paar Maschinen aufzubauen, wie zum Beispiel das hier. Wir haben ein bisschen Brass gemacht, wir haben den Mixer aufgebaut und wir haben diesen Crafter gebaut. Aber ganz ehrlich, das Einzige, was hier letztendlich stehen bleibt, so wie es ist, ist, glaube ich, das hier. Der Rest kommt halt einfach weg. Dann gab es noch irgendwie ein Schredder, womit man Sachen platt machen konnte, um dann Punkte zu sammeln, mit denen man dann einkaufen gehen kann. Aber ich sammle halt nicht so viele Punkte, weil ich nichts schredder. Aber das kann sich alles noch ändern, je nachdem, wie lange wir das hier auch zocken. Ich sammle mal hier ein bisschen Lava. Die Kuh lebt immer noch, ne? Warte, wo ist sie? Wo ist die Kuh? Ne, da ist sie. Gucken wir mal, wie lange sie noch lebt und ob sie irgendwann zu nah an die Lava kommt. Bin ich sehr gespannt drauf. So, jetzt packen wir das mal hier hin. So. Und ich habe Folgendes vorbereitet. Ich möchte gerne die Lava-Produktion unter uns haben. Und deswegen, die Cobblestone-Produktion unter uns haben. Und deswegen gehen wir da mal ganz kurz hin. Also nicht hier, hier sind ja die Wasserräder, die paar, die 60 Stück. Aber vielleicht hier. Und dann könnte man ja auch hier runtergehen mit so einem Schaft. Da müssen wir nicht so weit. Dann können wir das hier anschließen. Das ist ja super geil, weil das ist ja komplett egal, wo wir die Energie, das Drehmoment wegnehmen, die Drehmoment. So, und das wird natürlich alles noch schöner gemacht. Wenn ich mir so andere Inseln angucke, da ist einfach nur eine Maschine nach der anderen. Und das wollte ich halt hier nicht haben. Ich glaube, Klimbert auch noch relativ schön. Aber das andere, da bin ich irgendwie nicht bei. Obwohl, andersrum soll jeder spielen, wie er möchte. Alles cool. So, warte mal. Wir brauchen jetzt noch so eine Gearbox, die wir nicht haben. Mal angenommen, wir sind auf dieser Höhe. Dann kommt da eine Gearbox hin. Dann wird das Signal, wollte ich sagen, das irgendwie zur Seite gefördert. Ich hole mal eine Gearbox und baue das dann mal dran. So, zwei Gearboxen. Die eine muss nach oben stehen und die anderen gucken wir mal. Wir können das Ganze aber auch mit Dried Kelp verbinden. Warte, so nicht. So, glaube ich, ne? Ja, guck mal, unsere ersten coolen Förderbänder. Hat echt lange gedauert, ne? Und wir haben auch diese Crushing Wheels. Das ist ja das erste, was man mit den Craftern macht. Und ja, damit können wir jetzt bald mal ein bisschen Gas geben hier, glaube ich. Nächster Livestream wird, glaube ich, wild, wenn wir hier bauen. Weil da habe ich nämlich noch Großes vor. Noch macht es mir ehrlich gesagt mega Bock. Mal abgesehen davon, dass die anderen schon fast durch sind. Aber selber schuld, dann haben die nichts mehr zu tun an der Woche, ne? Sagen wir mal, das geht dann noch hier. Da können wir vielleicht nachher noch eine Übersetzung reinmachen, damit das ein... Ja, das ist ja mega langsam, ne? Ah, vielleicht kommt die Übersetzung auch jetzt hier rein. Sekunde mal eben. Wo wir schon mal dabei sind, holen wir noch ein paar Sachen, um unten ein bisschen zu stylen. Zum einen will ich ganz gerne... Oh, was ist das denn? Ein Kabinett? Ne, ich wollte eigentlich nur ein Barrel haben, was dann in die Ecke kommt. Dazu kommen wir gleich. Dann wäre noch ganz schön, wenn wir eine Trapdoor haben. Eine Glas-Trapdoor. Geht das nicht einfach so? Warte, ich check mal ganz kurz. Ich hätte gerne eine Glas-Trapdoor. Oder geht das wirklich nur mit einer... Naja, einfach nur mit Wooden-Trapdoors und daneben das Glas. Ah ja, lol. Oh, wurde das nicht angezeigt? Kein Bock gehabt oder was? So, dann haben wir das. Dann können wir unten 5 Mechanical Extruder machen. Einen habe ich leider gerade verloren. Der ist mir runtergefallen. Ja, und dann war der halt weg. Das ist das Problem bei Sky-Projekten. So, hier unten habe ich jetzt schon eine Übersetzung hingeballert. Sieht jetzt so aus, ist ein bisschen schneller. Kann man nachher auch noch einen Speed-Controller oder so reinmachen, falls man sagt, yo, ich hätte das noch ein bisschen schöner oder... Aber eigentlich fände ich es ganz cool, wenn wir nachher eine Fassade haben und dann gucken so ein paar Mechanics raus. Und viel tiefer will ich ja auch gar nicht kommen. Außer wenn die Mob-Farm noch da drunter kommt. Weil ich will nicht wieder einen Turm bauen, obwohl ich glaube, es wird ein Turm werden. Kann ich mir vorstellen. So, warte mal, wir brauchen jetzt Folgendes. Wir brauchen zum einen eine, genau falsch rum, eine Gearbox nach dem Schaft hier. Warte, Schaft, Gearbox, dann haben wir die richtige Höhe. Dann kommt da dran jetzt der Schaft. Dann kommt daneben jetzt hier ein Mechanical Extruder hin. Das können wir nach dahin weiter aufbohren nachher. Ich überlege gerade, wir packen mal ganz kurz... Schon mal die Steine hier rein. Alles richtig? Fast. Hinten können wir auch eigentlich einen Block dran machen. Obwohl, ne, ein Block geht gar nicht, ne? Läuft dann die Lava nicht da raus, wenn ein Belt ist? Gute Frage. Das werden wir dann sehen. Ja, gucken wir mal. So, wir packen hier von vorne die Glas-Trapdoors hin. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und dann machen wir noch... Nee. In die Richtung...
Und wir machen das mal sogar einen weiter raus, weil wenn das wirklich hier mal aus dem Gebäude rausguckt, wäre das cool, wenn das hier auch aus dem Gebäude rausguckt. So, dann geht das hier durch. Der kommt nach da. Der kommt dann nach da. Dann haben wir vorne ein Förderband zum Ausladen. Oh, warte mal, das hier geht wieder gar nicht, ne? Wenn da die Kiste mit dem Funnel sitzt, dann passt das nicht. Warte. Wir machen hier mal ein bisschen mehr Platz. Sekunde. Den weg. Dann machen wir das mal auf die andere Seite. So, so ist gut. Dann kommt der jetzt hier hin. Zumachen. Da zumachen. Ne, warte, hier noch gar nicht zumachen. Da kommt jetzt der hin, den wir auf der anderen Seite weggebaut haben. Oh mein Gott. Bin ja mal geil so. Alle haben voll die krassen Megamaschinen und Peter baut erstmal einen Cobblegen. Aber wir haben ja alles weggebaut, ne? Wir haben ja alles weggebaut. Was soll ich denn machen, du? Kann man durchziehen, dann packen wir den ganz kurz weg, den packen wir nach hier und den anderen nach Hunde, da kommt ne? Bis hier eigentlich. Jetzt müssen wir hier irgendwo noch einen verlängern. Komme ich gar nicht rum, ne? Dafür gibt es die Trapdoors. Einen verlängern für unser Förderband. So, dann packen wir ein Mechanical Belt hier hin. Und der andere kommt von da nach hier. Eins, zwei. Jetzt kommen hier noch diese Funnel dran. 3, 4, 5. Jetzt brauchen wir ein Barrel. Und ich glaube, man konnte einstellen, dass die halt immer nur ganze Blöcke oder ganze Stacks rauslassen und nicht einzeln. Weil dann kann man das Ganze sammeln hier vorne und dann geht es stackweise in die nächste Maschine. Genau, das geht dann da rein. Und dann geht es hier raus mit so einem. Mit so einem anderen Funnel. Ah, Electron Tube. Da brauche ich eine Workbench, glaube ich. Kein Brasfunnel. Ach doch, geht. Warum hat er das denn nicht angezeigt gerade? Egal. So, und ich glaube, dass man da einstellen konnte. Click with the item to set. Click and hold for amount. Ah ja, genau. Hab kein Kabel zusammen mit. Cool. Aber da kann man dann einstellen, stackweise raus. Aber wollen wir jetzt eh noch nicht haben. Es geht ja noch gar nicht weiter. Deswegen weg damit. Hier kommt jetzt auf jeden Fall erstmal Lava und Wasser rein. Da muss ich jetzt ein paar Mal laufen, glaube ich. Wir machen die Verbindung mal ganz kurz weg. Aber eigentlich ganz witzig, ne? Dann kann man so zum Mitmachen, kann man dann gucken, wie man hier die Maschine baut. So, jetzt mal Wasser, Lava, Wasser, Lava, Wasser, Lava. Also dreimal Lava, dreimal Wasser. Okay. Und alles befüllt. Wenn ich jetzt den Schaft reintue, müsste die Anlage laufen. Bin mal gespannt, wie schnell. Ich glaube, noch nicht so schnell, ne? Können wir nachher noch upgraden. Und man kann die, wie gesagt, in die Richtung nochmal upgraden, damit halt mehr Steine mal automatisch kommen. Aber es muss auch schneller laufen, weil man hat schon Stau auf dem Förderband. Das ist ja schlimm. Ja, muss auf jeden Fall ein bisschen schneller laufen. Können wir dann später einstellen mit einem Speed-Controller. Ah, ich brauche noch einen Funnel, beziehungsweise ich brauche noch so einen Rose-Quarz, ne? Und ich muss das Ganze schleifen. Oh Mist, ich hab... Stopp. Dann geht's weiter, wir brauchen so eine Elektron-Tube. Wow. So. So? Warum wird das denn nicht angezeigt hier in dem Ding? Und jetzt brauchen wir noch Brass-Funnel. Und jetzt brauchen wir noch einen Fan. Eigentlich wäre so ein Case auch noch geil, ne? Washing Catalyst. Aber wir nehmen erstmal ein Blatt. Okay, wir nehmen erstmal den mit. Was soll's? Oh, läuft bei uns. Geht aber relativ fix, ne? Voll geil. So, warte. Wir brauchen jetzt etwas längere Linie, weil wir werden hier wahrscheinlich den Cobblestone nachher noch ein bisschen trennen, damit wir den aufteilen auf verschiedene Lines. Aber was wir machen werden, ist zum Beispiel aus dem Ding raus, ist ja schon, dann in ein Barrel wieder rein. Warte, andersrum, ich möchte das Barrel halt, möchte nicht den Anfang hier sehen. Vielleicht gibt es auch geilere Kisten, ne? So ein Item Vault, aber ne, ich glaube nicht. Doch, geht wohl. Dann, warte. Und zwar nur die Flints. So, nur die Flints, bitte. Dann kommt hier vorne eine Washing-Fabrik hin. Da kommt der Fan hin. Hier kommt das Blatt Papier hin. Blatt Papier vor allen Dingen. Und da kommt Wasser rein. So, haben wir dann zumindest schon mal eine kleine Waschanlage. Da kommt ein Funnel hin. In Richtung rein. Aber nur... Ach Mist, da brauche ich jetzt einen Filter, glaube ich, ne?
und diese wunderschöne Waschmaschine anmachen. Aber oh, warte mal, es dreht sich in die. Ah, ist ja egal, in welche. Nein, ist nicht egal, in welche Richtung es sich dreht, ne? Och, Manno. Aber können wir ja wechseln mit Rädern oder mit so einem Band. Fangen wir mal mit Rädern an. Und jetzt müssen wir das nur damit verbinden. Oder von der Seite aus. Ja, müsste gehen, aber bevor ich das jetzt starte, bräuchte ich nochmal ganz kurz einen Brasfuddel. So, und da kommt jetzt ein Cobblestone rein. Da kommt jetzt mit der Wrench. Kommen dann immer 32 raus. Und los geht's. Fast vergessen, wir brauchen dazwischen ja noch was, was Gravel herstellt. Eigentlich voll gut, so essentielle Sachen. Hätte ich nämlich Cobblestone gewaschen, hätte ich, glaube ich, Mossy Stones bekommen. Und die wollen wir halt nicht haben. So, denn wir werden jetzt hier ein paar Crushing Wheels aufbauen. Sprich, ich weiß gar nicht, ob das so reicht. Müssen sich halt auch in die richtige Richtung drehen, das ist halt immer tricky. So. Dann so. Und eins und zwei. Okay, ich bin gespannt. Oder ob die sich andersrum drehen. Och nee. Kann man das irgendwie vorher ausprobieren, bevor das hier rausploppt? Glaube nicht. Ah, wird schon schief gehen. Oh, es scheint zu funktionieren. Ja, da müsste jetzt Gravel rauskommen. Gravel wird gewaschen und dann bekommen wir Eisen in dieses Barrel. Das müssen wir dann weiter verarbeiten zu Ingots stampfen, ne? Soweit die Theorie. Wir warten mal ganz kurz. Ja, wir sollten definitiv hier die Drehzahl erhöhen, ne? Da dauert ja ewig. Da waren die anderen Dinger ja schneller, die wir hatten. Da kommt das Gravel. Oh. Der Filter war falsch. Und Gravel wird jetzt gewaschen. Sondern drin müssten Nuggets bleiben und die Flintstones müssen dann hier rausfallen. Da sind die Flintstones und die Nuggets sind hier drin. 4 Stück, wow. Aber gut, wir haben eine automatische Eisenproduktion und einen relativ großen Cobblestone-Generator. Wir können nachher noch ein bisschen upgraden, ein bisschen schneller machen und dann läuft das Ganze auch ein bisschen zügiger. Und den Cobblestone bzw. den Gravel würde ich hier nochmal abgreifen und dann nochmal woanders hinführen, dass nicht alles gewaschen wird, sondern dass wir das Ganze dann auch noch weiterverarbeiten. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss!